Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Building on a Budget hier auf dem Kanal. Und diesmal habe ich euch ein Combo-Deck mitgebracht. Hatten wir ja noch nicht wirklich oft im Building on a Budget-Bereich. Aber deswegen freut es mich eigentlich umso mehr, das vorstellen zu können. Und zwar ist es die Protein-Hulk-Combo. Wurde ja äußerst auf Turnieren oft gespielt und das war auch immer sehr hart, weil das ein unglaublich schnelles Combo-Deck ist. Hier in der Budget-Variante. Am Ende gibt es natürlich wie immer die ganze Deck-Bewertung und wir gucken uns das erstes Mal überhaupt an, was die Combo überhaupt macht. Viele kennen die Hulk-Combo ja vielleicht gar nicht. Und ja, es ist das Hulk-Smash, so ist das Deck getauft, weil es geht um den Protein-Hulk, wie schon eingeblendet, für 7 Mana ist eine 6-6er-Bestie. Und wenn er aus dem Spiel in einen Friedhof gelegt wird, darf man seine Bibliothek für, nach einer beliebigen Anzahl an Kreaturen durchsuchen, deren Mana-Kosten höchstens zusammen 6 oder weniger sind, die direkt ins Spiel bringen. Danach muss man natürlich seine Bibliothek mischen. Natürlich ist das der Teil der Combo, in dem wir uns halt Kreaturen raussuchen. Welche das sind, werde ich euch gleich zeigen. Aber wir wollen den Hulk natürlich möglichst schnell ins Spiel kommen. Das ist das Erste. Und dann schnell ins Spiel kriegen. Und dann soll er auch sofort sterben. Das lässt sich sehr gut mit Through the Breach realisieren. Ist ein spontaner Arkanzauber für 5 Mana. Wir können eine Kreatur von unserer Hand direkt ins Spiel bringen. Die Kreatur kriegt Eile und am Ende des Zugs müssen wir sie opfern. Also eigentlich Sinn des Decks ist es irgendwie auf 5 Mana zu kommen und dann Through the Breach spielen, den Hulk von der Hand ins Spiel bringen, am Ende des Zuges muss man ihn opfern und dann dürfen wir uns Kreaturen im Wert von 6 Mana raussuchen, in beliebiger Kombination. Welche das sind, zeige ich euch jetzt direkt mal. Und zwar ist das Hedron Crab, Sakura Tribe Elder und die Dryad Arbor. Als allererstes suchen wir uns 4-mal Hedron Crab aus dem Deck raus. Wenn wir sie auf der Hand haben, können wir sie durchaus spielen. Wir haben das Mana dafür, passiert halt auch ab und zu mal. 4-mal Hedron Crab, wie gesagt. Für 1 Mana ist sie 0-2, hat Landfall. Und immer wenn ein Land unter unserer Kontrolle das Spielfeld betritt, muss ein Spieler die obersten 3 Karten seiner Bibliothek in den Friedhof legen. Ja, die suchen wir uns, wie gesagt, 4-mal raus. Da haben wir schon 4 von 6 Mana verbraucht. Und um die letzten 2 Mana zu verbrauchen, nehmen wir den Sakura Tribe Elder. Für 2 Mana ist er 1-1. Wir können ihn opfern, um unsere Bibliothek nach einem Land zu durchsuchen und dieses getappt ins Spiel bringen. Dryad Arbor hat den Vorteil, sie ist gleichzeitig ein Land und eine Kreatur, ist auch eine Karte, die das Deck ein bisschen teurer macht, aber es ist immer noch billig, wir sind ja schließlich hier Building on a Budget. Sie hat eine umgewandelte Mana-Kosten von 0, weil es ja auch ein Land ist und das ist besonders gut. Erstmal, sie ist die Kreatur, wir dürfen sie mit dem Hulk raussuchen und sie ist ein Land, demnach triggert sie auch die Hedron-Krabbe. Das Ganze sieht dann so aus, der Hulk geht in den Friedhof. Wir suchen uns 4-mal die Krabbe raus und für jedes Land, was wir dann legen, muss der Gegner 12 Karten millen, also 4-mal 3 insgesamt. Ja, wir bringen dann 4-mal Dryad Arbor ins Spiel, sind dann schon 4-mal 12 Karten, sind 48 und mit dem Sakura Tribe Elder, den opfern wir dann direkt hinterher, sind nochmal 12, sind 60 Karten und normalerweise haben die Decks nicht mehr als 60 Karten im Deck. Sowieso sind 7 Karten schon weggezogen von der Hand, also 53 Karten nur streng genommen auch schon reichen. Wenn der Gegner dran ist, kann er keine Karte mehr ziehen und hat sofort verloren. So sieht halt die Combo erstmal aus. Die wollen wir natürlich irgendwie schnell ins Spiel kriegen und auch konstant ins Spiel kriegen. Zum Ersten, was tun wir, wenn uns der Hulk fehlt? Dann nehmen wir den Fierce Empath, ist hier die Budget-Version. Eigentlich kann man auch Summoner's Pact spielen, aber Fierce Empath ist eine Kreatur für 3 Mana, 1-1, ein Elf. Wenn er das Spielfeld betritt, dürfen wir uns eine Kreatur aus dem Deck suchen, die 6 oder mehr Mana kostet und sie auf die Hand nehmen. Das ist natürlich der Hulk. 4-mal der Empath im Deck. Dann, wie kommen wir an den an das Through the Breach oder notfalls auch an den Hulk? Ponder findet uns so einige Sachen, ist jetzt hier 4-mal drin, kann man natürlich beliebig ersetzen durch Preordain oder andere Draw Spells. Ich habe jetzt einfach mal Ponder genommen, für 1 Mana die obersten 3 Karten der Bibliothek angucken. Wir dürfen sie in beliebiger Reihenfolge zurücklegen, dann das Deck mischen, wenn wir wollen, wenn also gar nichts dabei ist und dann eine Karte ziehen. So können wir unser Deck ein bisschen manipulieren und die Karten, die uns fehlen, halt schön nach oben sortieren. Da haben wir Pierce Through Deeps. Für 2 Mana ein Instant, wir können uns die obersten 5 Karten unserer Bibliothek angucken, darunter eine Instant- oder Sorcery-Karte vorzeigen, diese auf die Hand nehmen. Der Rest der Karten geht dann unter die Bibliothek. Ja, damit können wir natürlich notfalls einen Ponder nehmen oder unsere Tutoren oder halt das Through the Breach, was wir halt kriegen wollen, wenn wir es am Anfang nicht auf der Hand haben. Auch eine schöne Karte, ist auf jeden Fall auch 4-mal im Deck. Dann 2-mal Airy Possession. Für 3 Mana eine Hexerei, wir dürfen unsere Bibliothek nach einem Arkanzauber durchsuchen und ihn auf die Hand nehmen. Damit dürfen wir uns natürlich sofort das Through the Breach suchen, also haben wir so auf jeden Fall schon mal virtuell 6 Mal unseren Combo-Zauber im Deck und so kriegen wir ihn auf jeden Fall sehr sicher auf die Hand. Notfalls haben wir ja noch Ponder und Pierce Through Deeps.
Natürlich benutzen wir die beiden Karten, die ich jetzt eben genannt habe, nicht nur, um das Through the Breach zu suchen, sondern auch Mana-Rituale. Zum einen der Simeon Spirit Guide ist eine Kreatur, den können wir damit erstmal nicht suchen, mit dem Ponder eventuell schon. Ist für 3 Mana eine 2-2er-Kreatur, das ist uns aber komplett egal. Wir wollen ihn auf der Hand haben, wir wollen ihn nicht ausspielen. Wir können ihn nämlich von unserer Hand direkt ins Exil schicken und dann produziert er ein rotes Mana. Dieses Mana wollen wir halt möglichst schnell produzieren, um zum Beispiel den Seizing Song zu spielen. Das ist ein Instant für 3 Mana und er gibt uns 5 rote Mana in den Mana-Pool. Ja, sind genau die 5 Mana, die wir für das Through the Breach brauchen. Also wir wollen möglichst schnell spielen. Wir sind halt Combo, wir wollen schnell gewinnen und dem Gegner nicht die Zeit lassen, sich aufzubauen. Wir wollen auch Aggro nicht die Zeit geben, viele Kreaturen zu legen, damit sie uns halt nicht kaputt hauen. Ist natürlich klar. Das macht das Deck auch eigentlich so unglaublich stark. Das ist ja auch der Kern jetzt des Decks. Gleich kommen ja nur noch Länder. Dieses Deck ist wirklich schnell. Ist natürlich utopisch, Turn 1 zu gewinnen. Es geht aber. Gehen wir davon aus, wir haben irgendwie ein beliebiges Land. Und zweimal Simeon Spirit Guide. Das würde das Turn 1 3 Mana machen. In Seizing Song ist 5 Mana. Dann das Through the Breach auf dem Protein Hulk gewonnen. Das hat die perfekte Hand. Da müssen alle 7 Handkarten stimmen. Das passiert eigentlich nie. Aber schon die Vorstellung darauf, dass es funktionieren kann, ist halt schon sehr cool. Realistisch ist halt Turn 2, Turn 3 abzugehen, wenn man sich noch irgendwas raussuchen muss. Man muss vielleicht ein Pondern oder Pierce Through Deeps spielen vorher. Ist das realistischer Turn 2 oder eher 3 halt dann mit der Combo abzugehen? Was für ein Budgetdeck, aber immer noch wirklich schnell ist, wie ich finde. Jetzt noch kurz zur Mana Base, habe ich ja eben angesprochen. Neben den ganzen Standardländern, wir haben 3 Wälder, 5 Inseln, 3 Gebirge, haben wir 4 Evolving Wilds. Wir sind halt dreifarbig, also eigentlich, ja, gut, doch, man kann sagen dreifarbig. Evolving Wilds ist dann schon ganz gut. Ich habe gesagt, es ist eh unrealistisch, Turn 1 zu gewinnen. Deswegen können wir auch ruhig in den ersten Zügen eins dieser Länder spielen, die getappt ins Spiel kommen. Evolving Wilds fetcht uns was raus. Simic Guildgate und Izzet Guildgate machen halt die Farben, die wir brauchen. Können sie ruhig Turn 1 getappt legen. Kann man natürlich hier an der Stelle das Deck auch noch vom Budget her noch viel weiter aufpimpen. Und sowas wie Shock-Duals natürlich spielen, wenn man die gerade zur Verfügung hat. Kommen wir zur Deckbewertung. Das Budget, das Deck lässt sich auf MKM für unter 30 Euro zusammenkaufen. Wie gesagt, die Druid Arbors sind ein bisschen teurer. Der Rest ist gar nicht mal so teuer in dem Deck. Deswegen 3 von 5 Sternen im Budgetbereich. Synergie ist hier natürlich ganz hoch, wie bei allen Combo-Decks. Wir brauchen alle Karten spielen zusammen irgendwie. Wir haben Sachen, um das Deck zu manipulieren, um die Combo-Karten zu suchen. Und das Deck greift einfach ineinander, weil es ja eine Combo ist. 4 von 5 Sterne. Kreaturengröße, abgesehen vom Hulk, haben wir keine großen Kreaturen. Wir wollen auch nicht mit Kreaturen gewinnen, deswegen können wir den Punkt hier auch eigentlich vernachlässigen. 1 von 5 Sterne, Gewinn über eine Combo, wir brauchen die Kreaturen nicht. Flexibilität hat das Deck halt auch einfach keine, 1 von 5 eigentlich. Ja, uns ist es egal, was der Gegner spielt. Das ist ja typisch Combo. Wir spielen unsere Combo, wir spielen für uns und wollen unsere Combo schnell auf den Tisch klatschen und den Gegner damit umhauen. Wir haben keine Counter, kein Removal, kein Discard, wir können nicht auf den Gegner eingehen. Das ist halt typisch Combo. Und Combo will einfach gewinnen, das ist egal, was der Gegner macht. Tempo, wie gesagt, das Deck ist wirklich schnell, ich habe euch das eben erklärt. 4 von 5 Sterne ist wirklich gut, Combo muss auch schnell sein, damit es halt schnell gewinnt. Man kann nicht ewig lange den Gegner Zeit geben, wir wollen schnell spielen und das tut dieses Deck auch einfach. Ja, das war das Hulk Smash Combo Deck, ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Lasst ruhig Kommentare da und ja, wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst, ciao!